So Leute, hier nochmal eine Kurzform vom Intro, denn wir haben ja in der letzten Folge, die ja mittlerweile schon ein kleines bisschen her ist, die Pokémon-Liga gemacht, einmal gerettet und vieles mehr. Wir sind jetzt wieder in Avenicia und wir haben noch ein kleines bisschen was zu tun, bevor dieses Let's Play zu Ende ist. Ach, das gute alte Team. Timon ist ein bisschen überlevelt, Renekton auch. Petri muss ein bisschen nachgelevelt werden. Aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal eine kleine Doppelfolge. Das heißt, zwei Folgen kommen von mir hintereinander. Das heißt, wann kommt Pokémon Weiß immer? Ich glaube, Donnerstag hatten wir da immer. Diesen Donnerstag und den nächsten Donnerstag werden beide Folgen von mir sein, da Koto ja die letzten zwei Folgen gemacht hat, weil das technisch gerade nicht anders möglich war. Ansonsten hättet ihr in der letzten Folge keinen Sound gehabt, also keinen Ingame-Sound, und das wollten wir nicht. Also, wir gehen mal wieder runter und... Huch! Willkommen daheim, Black! Offenbar hast du viele aufregende Dinge da draußen erlebt. Lügst du mich auch nicht an? Gleich zwei legendären Pokémon zu begegnen, das ist wirklich unglaublich. Mit wem habe ich das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Da habe ich doch gleich vergessen, meine Verkleidung abzunehmen. Wie unhöflich. So, dann möchte ich mich jetzt erstmal vorstellen. Ich bin Mitglied der internationalen Polizei, deren Aufgabe es ist, die Welt zu beschützen. Mein Name ist... Verzeihung, das ist streng geheim. Ich werde dir stattdessen meinen Decknamen verraten. Erlautet Lebel. Ich bin allen unter diesem Namen bekannt. Ich scheute den weiten Weg hierher nicht einen Moment, als ich erfuhr, dass in der Einmalregion eine Gruppe namens die Plasma im Untergrund Ränke schmiedet. Aber dank der Arenaleiter und deiner Anstrengungen sind das Schloss von Team Plasma zerstört und seine Mitglieder in alle Winde zerstreut worden. Vielleicht. Ach, was sage ich. Zu allem Übel verstecken sich einige Mitglieder, die man die Sieben Weißen nennt, weiterhin in der Einmalregion. An diesem Punkt kommst du ins Spiel. Ich habe eine große Bitte an dich, da du ein herausragender Trainer bist. Ich möchte, dass du erneut die Orte der Einmalregion aussuchst und für mich die Sieben Weisen ausfindig machst. Auch Champ Lauro hat dich mir für diese Aufgabe empfohlen. Wirst du mir helfen? Ja, das haben wir ja noch vor. Oh, vielen Dank. Du zählst so viel wie eine ganze Armee vom Verbündeten. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Superangel. Das ist doch eine Superangel, oder? Ja, das ist eine Superangel. Es ging doch darum, die sieben Weisen von Team Plasma, oder irre ich mich da? Wie soll denn die Superangel bei der Suche nach ihm behilflich sein? Eine ausgezeichnete Frage! Ich hätte auch nichts anderes von der Mutter von Black erwartet. Nun, ich werde sie sofort beantworten. Sie hat absolut nichts mit unserer Suche zu tun. Aha. Also, nun erkläre ich dir kurz, wie du die Superangel benutzt. Zunächst brauchst du ein Gewässer, an dem du die Angel auswirfst. Nun konzentrierst du dich und wartest. Wenn ein Pokémon anweist und ein Ausrufezeichen auftaucht, drückst du den A-Knopf und ziehst die Schnur fest an. Also dann, Black, ich verlasse mich auf dich. Ja, Lebel, komisch wie immer. So, oh, jetzt kommt ein großer Jahreszeiten-Switch, weil wir so ewig nicht mehr gespielt haben. Ja, 3 Monate ist es her. Sag mal, Black, ist der Vortrag von Lebel schon vorbei? Entschuldigt bitte jetzt bei, ich hatte mich zu den Arenaleitern von Orion City aufgemacht, doch in der Zwischenzeit war alles bereits vorbei. Ich habe mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Finstrio hat meine Unachtsamkeit geschickt ausgenutzt, um Gizis die Flucht zu ermöglichen. Gizis? Finstrio? Wovon sprichst du überhaupt? Über den Vorfall im Schloss werde ich dir später ausführlich berichtigen. Viel wichtiger ist jedoch, was ihr nun unternehmen möchtet. Also ich habe vor, zum Weißen Wald zu gehen. Ach so, hinter Route 16 also, die an Rayono City anschließt. Verstehe. In der Gegend kann man sicher noch viele unbekannte Pokémon treffen. Ah, na, ihr kommt ja wie gerufen. Gut, dass ihr alle beisammen seid.
Neulich habe ich von einem Bekannten Daten des nationalen Pokédex erhalten. Wo wir gerade dabei sind, kann ich gleich euren Pokédex zum nationalen Pokédex erweitern. Das wird euren Aktionsradius ganz schön vergrößern, stimmt's? So, ihr werdet automatisch mehr Pokémon begegnen. Gebt mir kurz einmal euren Pokédex. Für dich, Belle. Und für dich, Sharon. Und dich wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Somit könnt ihr nun nach Lust und Laune vom Pokédex zum nationalen Pokédex wechseln. Diesen zu vervollständigen ist gewiss kein Kinderspiel, aber seid ganz locker und freut euch darauf, viele neue Pokémon zu treffen. Ich habe schon ewig nicht mehr vorgelesen, fällt mir gerade ziemlich schwer. Klasse, ein nationaler Pokédex. Es gibt ja immer noch so viele Pokémon, die mir völlig unbekannt sind. Huch, ich muss den Pokédex ja noch Mama und Papa zeigen. Also dann ihr zwei, man sieht sich. Bell, wie sie lebt und lebt. Daran ändert auch das Reisen nicht viel. Ich werde nochmal zur Route 1 zurückkehren und fort dort die Einhornregion erkunden. Ich werde dort bestimmt viele neue Entdeckungen machen, die mich auf die Fährte der sieben Weisen bringen. Also dann, alles Gute, Black. Wenn wir uns wiedersehen, lassen wir unsere Pokémon gegeneinander antreten. Ja. Das auf jeden Fall. Und Route 1 ist ein guter Anhaltspunkt, weil von hier können wir auch schön an einen Ort hin, an dem wir bis jetzt noch nicht waren. Nachdem wir jetzt schon 7 Minuten von dem ersten Part, den ich hier mit euch habe, verplappert haben. Moment mal, wir haben doch falscher Knopf. Den Itemradar noch, oder? Ja. So, hier haben wir erstmal wieder ein paar Trainer und die dürften ein bisschen stärker sein, wenn ich mich hier erinnern sollte. Also wenn ich mich richtig erinnern sollte. Als erstes entscheide ich mich für eine Attacke, die mein Pokémon einsetzen soll. Tja, und dann steckt diese Attacke bei deinem Pokémon ein. You don't say. Herausforderung von Pokémon Ranger Annike. Und sie schickt ein Fletiamo. Okay, die sind doch erst Level 35. Stimmt, das ist ja der Ort, an dem man schon hin kann, nachdem man Surfer kriegt. Na dann. Einfach volle Kanne draufhauen. Und trotzdem ein paar Erfahrungspunkte. Ein Grillcheater. Immer noch keine ordentliche Gesteinsattacke außer Antikraft. Naja, einfach mit Akrobatik drauf. Macht ja auch Schaden. Da haben wir schon das erste Level-Up für Petri mit seinem wahnsinnig hohen Angriffswert. Gibst du deinem Pokémon diese Beere, fühlt es sich sicher auch mit dir verbunden. Eine Persimbeere. Gestern, heute, morgen lieben Pokémon die Menschen und die Welt. Ich mag dieses Gefühl, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Oh, Moment. Ja, ich glaube, den können wir weiter von vorne lassen. Ach Gott, das ist... Ach, ein Schritt im hohen Gras und schon kommt ein wildes Pokémon. So und nicht anders kennen wir es ja. Schon so ewig her, dass ich Gen 5 irgendwas gespielt habe. In letzter Zeit nur Omega Rubin und Alpha Saphir gespielt. Ich habe die Augen stets auf meinen Angelhaken gerichtet in der Hoffnung, dass es oft und heftig zappeln möge. Wollen wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten lassen? Angler Egidio mit einem Quabbel. Dann du kriegst einen Knirscher ab. Gibt dir gar keine EP. Und noch ein Quabbel. Ich genieße mein Leben quasi doppelt. Immerhin liebe ich ja das Angeln und meine Pokémon. Hey, ich hab's mal geschafft, das Ding vorzulesen, bevor es weg war.
So, da unten ist irgendwo ein Item. Und ein Trainer ist hier auch noch. Eigentlich laufe ich immer mit vollem Karacho durch die Landschaft. Dass ich das jetzt gerade nicht tue, ist eine große Ausnahme. Eine Herausforderung von Ranger Girolamo. Oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen mag. Ich finde den Namen auf jeden Fall komisch. Auf jeden Fall hat er einen Chillerbell. Ja. Das regeln wir doch am besten mit der Akrobatik. Ein Zebritz. Ja, da möchte ich wechseln. Ich will nicht mit ihm in einem Zebritz-Stim bleiben. Was kann der eigentlich mittlerweile? Ja, Ampelleuchte kann er schon. Schade, dass er noch keinen Käfer gebrummt hat. Aber das kommt ja auch noch. Aber Ampelleuchte reicht jetzt erstmal. Oh. Zwar nicht gekillt, aber verwirrt. Ist doch auch was. Er kommt aber durch. Der sollte immer noch langsamer. Oh ne, er ist schneller, okay. Natürlich. Okay, dann kriegst du jetzt halt einen Tiefschlag. Wenn du schon so haben willst. Ich nutzte meine kleine Lauspause einfach mal, um das in dir das jetzt zu schenken. Eine Persimbeere. Gott, die labern hier verdammt viel. Und hier ist ein Riesenpilz. Eine Perle. So. Dann sind wir hier jetzt auf Route 17. Die Route der ganzen Strömungen. So. Können wir ja auch noch herausfordern. Ich will in diesem und meinem nächsten Part immer noch ein kleines bisschen was schaffen. Zumindest den ersten der sieben Weisen möchte ich finden. Dabei fällt mir ein, ich glaube, wir haben Stärke gar nicht. Oder haben wir die Renekton beigebracht? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich meine, der kann die. Ja, weil ich meine, dass wir hier Stärke brauchen. Barschuft nochmal. Naja, gut, können wir drin bleiben. Pokémon hier sind ja keine große Herausforderung, da wir hier ein bisschen überlevelt für das Gebiet sind. Das Item da nehmen wir natürlich mit. TM6 Toxin. Sehr schöne TM. In einem Playthrough verwende ich die zwar nie, aber ansonsten eine richtig geile TM. Und jetzt möchte ich nur mal ganz kurz schauen, haben wir den Schutz dabei? Ich meine nämlich schon. Wenn Schutz wäre, er wäre hier drin irgendwo. Schutz. Ah, da, Superschutz. 14 Stück haben wir noch. Durch das gemeinsame Schwimmen mit meinem Marmolida weiß ich jetzt ganz genau, was toll an ihm ist. Genau das zeige ich dir jetzt. Ach Gott, ein Marmolida. Da will ich mit Petria gar nicht drin bleiben eigentlich. Weil Marmolidas physische Verteidigung einfach so heftig ist. Ja, so heftig ist sie eigentlich nicht. Es ist eher die Tatsache, dass das Viech einfach nur verdammt viel KP und immerhin noch eine mittelmäßige Verteidigung hat. Die Spätzle ist dafür relativ bescheiden.
Na gut, Petri hat genug Angriff, um da durchzukommen. So. Jetzt ist die Frage, in welche Strömung müssen wir hier... Schauen wir erstmal, wo wir hier hinkommen. Okay, da kommen wir zumindest schon mal an einen Trainer. Meine Spezialität ist das Brustschwimmen, aber auch Krallen, Schmetterling und der Pokémon-Kampf natürlich. Schwimmer Maxwell. Mit ebenfalls einem Barschuft. So langsam sollte ich Petri mal von der Spitze runter tun. Ihm gehen ja irgendwann auch mal die Attackenpunkte von seiner Akrobatik aus. Jetzt ist er auch immer in Level 48. So, da kann ich mal Innespin wieder nach vorne setzen. Der tut sich bei den ganzen Wasser-Pokémon, die hier sind, sowieso ganz leicht. So, jetzt erstmal einen schönen Donner. Noch ein Barschuft. Gibt zwar ja alles kaum EP, aber nehmen wir alles mit. Wir wollen ja alle Trainer irgendwann hier besiegt haben. Oder zumindest fast. Na, natürlich, jetzt geht er daneben. Sind ja auch nur 91%, den der Donner trifft. Da geht jeder Elfte eben mal daneben. So, Innespin können wir jetzt mal nach vorne tun und haben wir noch eine Kumu-Milch oder sowas. Noch. Ich meine ja, dass ich die vor der Liga noch gekauft habe. Der Abisszahn. Jetzt schwimmen wir noch hier entlang. Da oben geht's zurück. Ach, ein Wanderer. Da würde ich doch lieber gern mit Nick vorne kämpfen. Ist es nicht herrlich, von einer erhöhten Stelle auf andere herabzuschauen? Bei Pokémon-Kämpfen ist es genauso. Ich bekämpfe dich nun also von meiner überlegenen Warte aus. Na, dann hole ich dich eben mal von deiner überlegenen Warte herunter, Orlando. Deinem Sedimantur, das höchstwahrscheinlich wieder Robustheit hat und ich es deswegen nicht one-hitten kann. Natürlich, wie vorhergesehen. Dann nützt dir deine Eisenabwehr aber wirklich nicht viel, wenn du nur ein KP hast. Hat er noch ein Kastellit. Das fichert doch mit Sicherheit auch Robustheit. Also ich weiß, dass ein Kastellit Robustheit haben kann. Oh nein, das hier hat keine. Aber schön Level up für Nick. Bist echt klasse. Mehr konnte ich nicht mehr lesen. So, Moment, falscher Reiter. Hier wollte ich hin. Ich
Elespin muss wieder nach vorne, der hat schließlich noch ein Level Rückstand zum Rest. Was kriegen wir hier alles? Hey, warte mal, täusche ich mich oder sieht dein Pokémon-Team müde und abgeschlappt aus? Komm, du kannst dich hier jederzeit ein Päuschen gönnen. Dann können wir uns immerhin schön heilen. Was sagst du? Sag mal, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Du hast ein Funkeln in den Augen, da spürt man sofort deine Liebe zu den Pokémon. Weißt du was? Ich möchte dir ein Kleinod anvertrauen, das ich beim alten Palast gefunden habe. Möchtest du dieses Pokémon alleine hier versuchen, es auszubrüten? Ja, habe ich leider keinen Platz. Ich erzähle dir jetzt mal was, also sperr die Lausche auf. Zwischen den Steinen und Felsen dieser Gegend halten sich Pokémon verborgen. Ob du es glaubst oder nicht, sie verstecken nicht nur sich selbst zwischen den Felsen, sie haben darüber hinaus auch wertvolle Items bei sich. Also, wenn du etwas richtig Wertvolles findest, bring es bitte direkt zu mir. Ich werde dir dafür auch mehr zahlen als jeder andere. Und hast du was Wertvolles für mich? Mir scheint, dein Beutel ist nichts Besonderes. Das macht aber nichts. Bring mir einfach nächstes Mal etwas mit. So, da haben wir noch einen Backpacker. Ich bin auf der Suche nach möglichst vielen Pokémon letztlich hier gelandet. Zeig mir doch mal, mit welchem Pokémon es dich hierher verschlagen hat. Backpackerin Claire. Der englische Name von meiner Nemesis-Arena-Leiterin, namentlich Sandra. Im Molga, das Viech hat mit ziemlicher Sicherheit keinen Volt-Absorber, soweit ich es weiß, also kann ich es mit Donner treffen. Und wenigstens gibt dem Molga gute EP. Ich muss schon sagen, dein Pokémon-Team gefällt mir echt gut. Du hast dir nur ein einziges Pokémon davon gesehen. So, jetzt können wir mal die Eistüte wieder nach vorne packen. Ja, habe ich mir gedacht, hier brauchen wir Stärke. So, das hier sieht mir sehr verdächtig danach aus, dass hier irgendwo ein verstecktes Item rumliegen könnte. Aber kein Anschlag. Hier gab es nur dieses Item. Das scheint aber da unten zu sein. Ach ja, Moment, müssen wir nicht mehr einsetzen. Ganz vergessen. Kämpfen wir erstmal gegen diesen Backpacker. Bist du mit Hilfe der Karte hergekommen? Die Karte ist praktisch, denn sie verrät mit einem bei genauer Betrachtung so einiges. Also ich finde das Kartennavi von Omega Rubin und Alpha Saphir bis jetzt das Beste. Da sieht man wenigstens sogar, wo auf der Route man gerade ist. Ein Elfhuhn. Hier noch ohne Feentyp. Sonst hätte ich es jetzt auch mit einer Lichtkanone schön erwischen können, aber gut, Eisstrahl ist dank Steps sowieso besser. Wäre es nicht toll, wenn es eine Karte geben würde, was weiß ich, was du jetzt noch gesagt hast. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Calcium. Und die Drachenhaut. Falls wir mal ein Seemon zu einem Seedraking entwickeln wollen. So, und da haben wir auch schon den ersten der sieben Weisen. Es riecht nach Meer hier. Dieser Ort verströmt denselben Meeresgeruch wie das Land, in welchem meine Wiege stand. Gezist zog durch die Länder dieser Welt und häufte auf seiner unablässigen Suche nach Gleichgesinnten allerlei Wissen an. Seit dem Moment, dass ich ihm begegnet bin, kannte er meine Bedürfnisse ganz genau. Sich in andere Menschen hineinversetzen und ihre Gefühle und Bedürfnisse verstehen zu können, ist eine essentielle Fähigkeit, die man zwingend benötigt, wenn man vorhat, mit jemandem zusammenzuleben. Die Fähigkeit, die Gefühle der Pokémon zu verstehen, ist Meister N besonders ausgeprägt. Andererseits ist dafür sein Vermögen, die Gefühle der Menschen zu begreifen, eher unterentwickelt. Doch auch das war ein Teil von Gezis perfekten Plan.
Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion in den Ausführungen von Gizis steckt. Das hier habe ich übrigens einmal von ihm erhalten, doch ich habe keinerlei Verwendung mehr dafür. Vielleicht kannst du es ja anderweitig verwenden. Die verbotene TM. Wenn Meister N irgendwann doch die Fähigkeit entwickelt, die Gefühle von Menschen zu verstehen, so hoffe ich, dass wir uns dann noch einmal versammeln. Und ich würde mir sehr stark wünschen, dass er Gizis dann konfrontieren würde. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. Wenn es das ist, was du wünschst. Hab Dank. Abgesehen von Gizis beträgt die Anzahl der Mitglieder der sieben Weisen noch 5. Ich würde zu gern wissen, was in den Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Wie dem auch sei, dann bis zum nächsten Mal. So, und dieses Geplappere hat jetzt die Partzeit vom ersten Part ein bisschen überschritten. Ich mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.